Okay. Gut. Allerseits. Ich muss jetzt mal kurz hier im Internet Bescheid sagen. So, allerseits. Until Dawn, Teil 3. Wir sind live und zwar genau jetzt. Ich habe das Problem behoben, wie ihr seht. Geht wieder. Bis jetzt. So allerseits, Problem ist behoben. Until Dawn Teil 3 von 3 kann stattfinden. Machen wir jetzt. So allerseits, Problem ist behoben. Until Dawn Teil 3 von 3 kann stattfinden. Machen wir jetzt. So allerseits, Problem ist Sei behoben. ruhig. Until Dawn Teil 3 von 3 kann stattfinden. Machen wir jetzt. Boah So Gott, wie kann man allerseits, sich denn so viel Problem ist verschreiben? behoben. Until Dawn Teil 3 von 3 kann stattfinden. Machen wir jetzt. So allerseits, Problem ist behoben. Ach, herrlich, 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 herrlich. Ich komme mir vor wie dieser, wie dieser alte Mann auf TikTok, der immer vor diesem ganzen ekligen Essen sitzt und sagt, Mahlzeit. So komme ich mir gerade vor. Wunderbar, wir haben es hinbekommen. Also ich habe es hinbekommen. Keine Ahnung, was war. Irgendwas ist mit dem USB-Anschluss. Rausmachen, reinmachen, klappt wieder. Wir hinterfragen es nicht. Until Dawn Teil 3 von 3. Ich gehe mal rüber und dann gucke ich erstmal noch so ein bisschen rum und schau, dass wir das alles... Moment. So. So. Ich höre mir das kurz an. Sehr schön. Ihr hört alles. Und wir machen das heute fertig. Wir machen das heute fertig und ich gucke mir zuerst mal an, was wir eigentlich alles gesammelt hatten. Ich glaube, ich habe schon wieder vieles vergessen. Filmpreis. Ja, wir wissen ja, dass Josh auf jeden Fall da so einer der, also Josh dieses, wie sagt man denn, Horrorszenario da entworfen hat, um sich an seinen Freunden zu rächen, weil die das Beth angetan haben. Beth ist auf jeden Fall tot, denn Beths Kopf lag auf jeden Fall unten da in dem Schacht, in den Minen. Genau, in den Minen ist auf jeden Fall Emily. Und dann würde ich sagen, es gibt also Josh. Josh ist aber nicht der Mörder. Denn er hat ja jetzt auch wirklich geschworen, er hat niemanden umgebracht. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall diesen Hausmeister. Ich wette aber, der Hausmeister ist nicht der Mörder. Also nicht der mit dieser Gasmaske. Weil es gibt ja noch den anderen Mann, den jetzt Emily gerade in den Minen getroffen hat. Also getroffen. Hat sich vor ihm hat ihn getreten, dann ist sie weggerannt, dann habe ich mich als sie versteckt und wurde gefunden. Ich glaube, der ist es aber nicht. Ich glaube, das ist der Hausmeister und der ist eigentlich, glaube ich, ganz friedlich. Und dann gibt es, glaube ich, noch diesen Maskenmann, der wahrscheinlich irgendwas mit so indigenem Zeug zu tun hat. Und ja, irgendwas mit dem, mit der Psychiatrie muss auch noch zu tun haben. Dass die ja da alle gefangen waren, die Minenarbeiter, alle durchgedreht sind. Also ich glaube, es gibt, ich würde sagen, es gibt zwei solche Männer. Okay, ich gucke mir noch mal den Totem an. Hi gegen Null. Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen, bis ein Einsturz sie ein und wurden wahnsinnig. Mörder. Kannibalen. Acht, vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im. Aber wir waren nicht alleine in den Wäldern. Ich konnte die Mädchen nicht. Ja, es gibt nämlich einen bösen und einen nicht bösen Unbekannten, würde ich tippen. Also er ist auf jeden Fall hin.
Matt, glaube ich. Der war ja auch schon durchgestrichen. Ja, der Psycho ist ja Josh. Na gut. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was sich, was am Ende herauskommt. Ob meine Theorie stimmt. Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Ne? Aber wartet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Wohin fährst du? Nein, 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 sie sind fort. Jessica ist wirklich tot. Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Ah! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Was? Ja, das war ein bisschen schwierig. Da hätte ich wegrennen sollen. Aber vielleicht wäre ich trotzdem, hätte mich trotzdem erwischt. Genau, da hat er mich erwischt. Drei Kapitel haben wir noch. 8, 9 und 10. Siehst du? Wusste ich's doch. Ach, da ist ein Monster. Und verschwinde schnell von hier! Sofort! Ah, okay, vielleicht gibt's doch nur den einen Unbekannten, aber der ist eigentlich gut. Fremde ist schon mal ein guter, der Unbekannte. Oh mein Gott. Ach nein, und die Viecher hassen Licht oder was? Oh nee, sowas mag ich gar nicht. Na gut. Achso, ich muss hier lang, aber ich will mal hier hinkommen. Blackwood Mean. Tales Mean ist kürzlich angekommen. Du kannst sehen, Age Tanner, 7A3. Okay, ja, da gehe ich gleich hin. Ich will nochmal wirklich nichts vergessen. Ich will die Totems finden, damit ich mal die Geschichte zusammenkriege. Billy Bates, Sprengtruppe Nordwestmin, Alberta. Hey Billy, ich hatte viel Spaß. Komm vorbei, wenn du mal in Calgary bist. Loretta. Okay. Na gut, dann gehen wir mal davor. Stimmt, ich hoffe, ihr hattet auch schöne Feiertage. Ich war ein bisschen verwirrt von dem ganzen Stress hier. War es gut? Habt ihr eine okay Zeit gehabt? Ich glaube, ich kann zwar nie wieder was essen. Was totaler Quatsch ist, weil ich heute trotzdem total viel gegessen habe. Aber irgendwie habe ich gerade auch gar keine Lust mehr auf Essen. Vollkommen überfressen. Da vorne blinkt noch etwas. Da, Totem, sehr gut. Ein weißes Glück oder sowas. Okay. Also Mike wird ihn nicht erschießen. Stimmt, bist du immer noch negativ, Kostalia? Hallo Nimi. Und was gab's? Was für Reste waren's?
Hast du ein ganzes Raclette geliefert bekommen? Oder so eine halbe Gans? Moment, habe ich was übersehen? Mann, ey. Was ist denn das? Was brüllt denn hier so? Hä? Hä? Bin ich falsch gelaufen? Ah, da. Okay, hier muss es lang gehen. Boah, 8 Tage positiv, uiuiui. Klöße, Rotkohl, Rouladen. Sehr gut. Pfannkuchen ist auch nicht schlecht. Shit! Was ist das? Nein! Verdrückt, 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 verdrückt. Lauf, Emily, lauf, lauf, lauf. Oh, das ist Gollum. Nach links. Boah, das ist viel. Komm, mach, mach, mach. Zieh, 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 zieh. Doch. Boah. Boah. Boah, das erinnert mich so an. Ich habe mich jetzt gerade gefreut, dass Emily ja immer noch lebt, obwohl ich sie schon mehrmals tot gewittert hatte. Aber genauso war es bei The Quarry. Da ist mir genauso eine dann ganz am Ende noch gestorben. Der Controller vibriert. Wie verrückt. Oh Gott. Oh Scheiße, verdrückt, verdrückt, verdrückt. Ah. Sehr gut, Emily, das ist klasse. Oh, Emily ist super. Oh, es kam schon. Weitergehen. Oh nein, oh nein, Emily! Oh Gott, ich hab mich auch noch verdrückt. Na komm! Ich hab da gedrückt. Ins Gesicht gebissen. Nein, nein, ich schwöre. Wow. Oh wow. Oh wow, mein Herz. Der Schnapp. Oh Gott, fast wäre sie zerfleischt worden. Mal weiter geht's. Oh je, jetzt muss ich wieder Quicktime machen. Da, wo ich so super drin bin. Oh, klasse. Was jetzt? Lass mich rein, lass mich rein! Lass sie rein, schnell! Voll erwischt. Geht es dir gut? Ich dachte, ich schaffe es nicht. Du hast wie am Spieß gebrüllt. Du siehst echt Ach, Sam, aus. Da ist Sam. Matt, los, setz dich. Da draußen ist was. Habt ihr euch getrennt? Ein Monster, ein Monster. Warte. Bist du okay? Okay, Sam ist okay. Dann update ich mal eben. Das Ding war so verdammt schnell. Was? Ich musste ganz schnell.
schnell weg. Wovon? Da war dieses Ding, was immer es war. Em, beruhig dich. Josh hat uns verarscht. Ihr hört mir gar nicht zu. Moment, Moment, Moment. Sam, okay. Emily, okay. Oh, wow, wir sind gut. Wir sind gut. Es ist nur noch Jessica und Matt. Aber Matt ist schon vorbei. Wo ist Matt? Warte, wo ist Matt? Ist er okay? Matt, oh Gott, die Seilbahn hat nicht funktioniert. Da sind wir auf diesen Turm und er fiel um und wir stürzten in die Mine, tief runter, in diesen scheußlichen, tiefen Minenschacht. Moment, Moment. Und dann waren Matt und ich da unten und... Oh Gott, ich glaube, Matt ist vielleicht tot. Halt, was? Emily, was ist passiert? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag... Oh mein Gott. Ohne Scheiß? Ist dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike. Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Matt ist dead. Wer kann das denn sein? Josh. Das ist Jessica. Jess? Das wäre gut. Nicht Jess. Nein, das ist Mann, der Mann, der Unbekannte. Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Der ist eigentlich ein Guter. Gut. So, er hat eine Pistole. Das heißt, es ist jetzt Glückstotem. Das ist er, genau, das ist er. Er sichert die Tür. Okay. Ich mach die Tür auf. Bereit? Bereit? Der hat einen Flammenwerfer in der Hand. Endlich ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Ja, es sei denn, ich soll die Waffe nehmen. Nein, nein, nein. Ihr könnt da nicht durch die Spalten gucken? Du die Tür, ich die Waffe. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Das ist der Hausmeister. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Lauri Peachy, keine Ahnung, herzlich willkommen. Ihr seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons werden das überrascht. Das ist Vincenzo. Hi. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wendigo. Wem? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Na, sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Sch, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Das ist er. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Der Wendigo. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen? Hm. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Josh, wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Hm. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord.
tut? Der Rest von euch. Geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Ja, seit wann sind die Keller sicher? Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Nee. Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Das haben wir auch schon gesehen, dass er überleben kann. Kannst du nicht. Und dann wieder reingerannt kommt. Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Dieses Ende richtest du auf alles, was sterben kann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Also, wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Ja, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Wie geht's? Okay. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Sie folgen bestimmten Mustern. Jedes Tier oder Menschen. Das habe ich doch schon gesehen. Na, und wie? Folgen Sie Zeitplänen? Oh, da lag doch ein Totem da hinten. Was ist jetzt ein Neues? Wieso? Habe ich nicht gefragt. Ist das ein Neues? Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können Sie mich nicht riechen oder sowas? Hören Sie richtig trotzdem. Irgendetwas anderes? Könnte ich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Okay, ganz still stehen. Wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja. Ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Es sei denn, du hast keine andere Wahl. Wenn dieses schreckliche Ding... Wendigos sind oder waren Menschen. Ja, die sind zum Kannibalen, glaube ich, geworden, seit die Leute in der Mine gefangen waren, oder? Ich meine, sollte man sie dann töten? Ach, und weil Beth da unten war. Nee, hä? Sie verlieren ihre Menschenrechte, sobald sie einen anderen fressen. Oder die andere halt. Keine Absolution. Ich meine, wenn es noch Menschen sind, darf man... Verstehst. Heißt es du oder er? Spiel ruhig den Moralapostel. Das machst du bestimmt nicht lang. Hallo? Verdammt! Abrissloten. Weg ist er. Oh oh. Und Blut. Verdammt, was soll das? Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Oh je, jetzt muss ich gleich wieder mit Roller stellen. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper. Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Toll. Zur Lodge, gut. Ja,
Lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Okay, ich muss auf jeden Fall, gibt auf jeden Fall gleich Action leider. Ich würde aber gern nochmal da drin gucken, falls es geht. Da ist doch, da hat da was geblinkt. Da. Na gut. Ah, da. Da blinkt doch was. Ach, vergiss es. Na gut. Auf zur Lodge. Jetzt wird geballert. Ey, das war ich nicht. Ich hab mich nicht bewegt. Ich hab mich wirklich nicht bewegt. Der Controller ging von alleine runter. Los, los, los! Großer Gott, was ist das? Zurück! Zurück! Gott, verdammt! Ich hab mich überhaupt nicht bewegt. Hundertprozentig nicht. Wir müssen weg hier! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das war so klar. Oh nein, der Wendigo. Ja, klar. Mit einem so einen Fingerzeiger. Komm, balla, balla, balla. Jetzt muss ich mir auch entscheiden, worauf ich schieße. Ja, fick dich. Oh Gott, Angst, 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 Angst. Angst, das ist voll das Tote. Scheiße. So, ich könnte auch mal Feuer schießen da hinten. Ash, Ash, komm schon, das Vieh ist gleich hinter mir. Komm schon, bitte lass mich rein. Was ist mit Ash? Ash, Ash? Was machst du denn? Ashley! Ash, Ash, du Monster. Nein, das war meine Entscheidung. Ach krass. Ash! Ach krass, weil ich nicht auf die geschossen, euch auf die geschossen habe. Fuck! Boah, Ashley. Was zum Teufel? Na ja, gut. Gut, das war ich. Wir müssen weg. Sofort. Das hat sich gerecht. Okay. Bleib bei mir, Ash. Komm schon. Bleib bei mir. Tschüss, Chris. Tschüss, Chris. Oh, wow. Das, ich hätte es geschafft. Oh, wow. Mist. Mike, Ash, Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht nicht gut aus da oben. Was meinst du? Krass, die ist eiskalt, ey. Ashley ist richtig eiskalt. Ich komm. Oh nein, das kann ich nicht glauben. Oh, Ash, es tut mir so leid. Okay. Setz dich doch nicht. Ich bin okay, Sam. Okay. Was ist mit diesem alten Kerl? Keine Spur von ihm. Ich glaube, den hat's auch erwischt. Oh Gott. Hm. Sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Naja, es ist schon irgendwie verständlich, aber es war jetzt... Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ach, damit habe ich nicht gerechnet. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine... Oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll, toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike, es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten. Ich muss mal noch einstellen, dass wir noch nicht wissen, was mit Josh ist.
Em. Was? Scheiß drauf. Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles. Was für ein Opa, Leute? Nicht ganz. Der war vielleicht so alt wie ich. Oh mein Gott. Warte, was ist es? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Hä? Was ist das? Ashley. Nee, der wollte nicht Ashley durchsägen. Ach, das war dann er? Hat mich gebissen. Gebissen? Was hat er denn? Ja, und er hat nachher auf Ashley geschossen. Das war, ach so. Was? Ach, er wollte Ashley. Stimmt, er wollte auch Ashley durchsägen. Aber er hat Josh durchgesägt. Und damit war es eigentlich richtig, glaube ich. Ich glaube, das Problem war jetzt, dass er auf Ashley geschossen hat. Das andere hätte sie ihm, glaube ich, wirklich verziehen, weil das. Die hätten ja wirklich Ashley durchgesägt, aber Josh halt nicht. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn er gewissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst oder nicht, das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert, wenn du eine bist, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das wäre ja wie bei The Quarry. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike? Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Bei The Quarry werden die Zombies, das ist übel. So ein Schwachsinn. Emily. Du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so okay abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich mach schon mal die Abstimmung. Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da in Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, Em. Mike, bitte. Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Mike. Nicht für uns. Ich tu das nicht. Es tut mir so leid. Alter, ich schieß doch nicht auf die... auf gar keinen Fall. Das nicht. Ach, das war die... Oh, ein Glück. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Oh, ein Glück. Vielleicht. Das war der Tote. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Ist lustig, ich konnte keine Abstimmung machen. Beobachtet darf Emily bleiben? Entspricht nicht den Richtlinien. Wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Womit wir jetzt auch geklärt hätten, dass man auch einfach nicht reagieren okay darf. Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Oh Gott, jetzt wird die Welt wahrscheinlich zum Zombie? Ich hoffe nicht. Oh, Ashley. Schon wieder. Todesblick. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halte dich, ey. Halte dich an diese Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt...
Achso. Dann beginnt der Wendigo-Geist, Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon. Von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne wie Reißzähne. Dann die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. Das ist ja wie bei dem anderen, wie bei The Quarry. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Cree. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur, geboren im Eis. Oh Mann! Lass mich doch mal weiterlesen. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Cree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Cree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun, und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Cree sagen, dass der Geist Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger wie ein Falke. Doch etwas Bewegungs... Die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Mann. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Er ist ein Jäger, doch etwas bewegungslos kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Moment, war da noch ein... Ja, ja. Lass mich mal zurückscrollen. Oh, oh Mann. Ich wollte das Tagebuch doch lesen. Der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns... Nee, da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen, bleibt immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erlebt. Messer oder Kugeln können nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer. Das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt, von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Okay. Möglicherweise kann man sich davor schützen, Schamanen... Ah, der Biss des Wendigos. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems. Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaum. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Cree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Okay, also ist sie kein Wendigo. Aber trotzdem achten wir auf ihre Augen. Was ist denn? Was steht da? Aber trotzdem wäre es besser, wenn sie draußen wäre. Hier steht, dass der Biss... Wenn er dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. Sorry, was hast du gesagt? Augen? Hier steht, du bist okay. Da steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr das nicht? Er hat nicht geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair. Sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Alter. Tut mir leid. Tut mir so leid. Scheiße. Shit. Okay, offensichtlich haben wir was Gutes gemacht. Wir müssen zu Mike. Sofort. Okay. Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt.
oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Dr. Lecter. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr. Was ist das für ein riesiger Füller, der da liegt? Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Na, das wäre ja keine Lüge. Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler. Und eine furchtbare Tragödie für deine Schwestern. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Ja, das war... Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor der furchtbaren Isolation. Lohnt sich Prison Break? Habe ich nie gesehen. Mike, Ash, Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht nicht gut aus da oben. Chris! Fuck! Was zum Teufel? Och, Ash, es tut mir so leid. Okay. Setz dich doch am besten hin. Ich bin okay, Sam. Okay. Was ist mit diesem alten Kerl? Keine Spur von ihm. Halt! Sag Gott, was ist das? Ja! Na, der wäre, glaube ich, so oder so gestorben. Noch einen Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Ich war da unten. Es war furchtbar. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M! Bitte! Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Oh nein. Oh, also, nee, ich mag es eigentlich nirgendwo. Ich wollte gerade sagen, in den Kellern mag ich es am wenigsten, aber in der Mine finde ich es genauso schlimm. Ich sehe ja gar nichts. Kann ich da nicht lang hin? Da ist auf dem Boden. Ist ja gar nichts. Ich dachte, hier ist wenigstens mal irgendwas. Nö, nichts. Zurück ins Sanatorium. Hier werden wir garantiert nicht auf Wendigos treffen. Nein, nein, nein. Oder auf die Wölfe. Schon gesehen.
den hatte ich schon. Was soll ich machen? Ich hab's da vergessen. Eine kleine Sawdorf. Fehlen nur noch Mistgabel und Pöbel. Die Sawdorf willst du nicht mitnehmen? Muss reichen. Wahrscheinlich mit Rückstoß des Teufels. So. Dann kommt mal her, liebe Wendigos. Komm, wir können jetzt auch eine rauchen. Dann siehst du noch cooler aus. Ja. Zünd an. Why not? Wo sind denn die Wölfe? Jetzt nachladen, Mike. Nachladen. Oh. Hey, Großer. Ah, das hätte jetzt uns übelst Ärger gegeben. Freust du dich, mich wiederzusehen? Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ein Glück war, ich liebte den. Ganz brav. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Der Hundi. Wie ist der Plan? Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der... Geil, ich habe was richtig gemacht. Der Hund mag mich. Kriegen wir das hin? Könnt's nicht besser sagen. Sehr gut. So ist es brav. Der beschützt mich bestimmt vor mindestens einem Wendigo. Bestimmte Wendigos. Wäre ich bloß so gelenkig wie du. Ich glaube, ich sitze hier fest.
so, mit Schleusen. Gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfie? Wolfie. Anderen Wolf hier durchgebissen. No. Ja, ja, sofort. Ich muss. Oh, hier. Okay, der ist also entkommen. Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Was war denn hier los? Die wurden also irgendwie getestet. Auf Wendigo sein wahrscheinlich. Befundener Arzt. Dr. W.B. Cathcart. Erstbericht. Die Patienten wurden vor 5 Tagen in die medizinische Einrichtung von Blackwood eingewiesen. In diesem Zeitraum führten wir eine Reihe von physiologischen und psychologischen Tests durch. Die Ergebnisse waren außergewöhnlich. Sie widersprachen den allgemeinen medizinischen Erwartungen. Beobachtete Symptome. Blässe, Hautverfärbung, schwerer Vitamin-D-Mangel, Störung des Sozialverhaltens, überdurchschnittlich lange Wiedereingewöhnungszeit nach traumatischem Ereignis, unstetes zwischenmenschliches Verhalten, Gewalt gegen Pflegepersonal, 3 versuchte Tätigkeiten, 1 versuchter Kratzangriff, erwartete, aber nicht beobachtete Symptome, Mangelernährung, Skorbut, durchschnittlicher BMI unterhalb von 3%. Sie müssten tot sein. Erfrierung, Reaktion der Patienten auf Reiz innerhalb der akzeptablen Bereich. Auf der Rückseite. Gebrechlichkeit, Schwäche, Aufblähung von Schienbein, Wadenbein, Oberarmknochen. Ungewöhnlicher Kräftezuwachs. Patient hob knapp 330 Kilogramm Gewicht. Empfohlenes Vorgehen unter strikter Beobachtung halten. Fixierung dringend empfohlen. Pflegepersonal von 1 auf 3 Personen aufstocken. Ja, also die sind zu Wendigos geworden. Okay. Pfui. Komm, wir gehen zu Hundi. Hundi, ich muss ja auch ein bisschen links und rechts gucken, sonst finde ich keine Totems. Schon wieder bellt, knurrt dann. Heißt das nichts Gutes? Also hier unten hat er quasi. Ah, hier ist der B-Wing. Okay, ja, hier haben die quasi gefangen gehalten. Jawohl, einfach mega stark geworden. Oh Gott. Und jetzt, zack. Um Gottes Willen.
Echt kranker Scheißfilm. Nee. Oh Gott, das muss ich jetzt machen. Der lebt doch bestimmt. Was denn, wenn er jetzt lebt? Heilige Scheiße. Das ist doch ein echter. Der ist doch echt. Der ist doch echt. Der lebt doch. Nein, lies doch mal auf, Mann. Sie starben draußen, ich höre sie kreischen und weinen. Diese Hölle ist mein einziges Vermächtnis, Gottes Strafe für meine Fehler. Ich kann meinem Schicksal nicht entrinnen. Der Tod wartet bereits auf mich, Jefferson Bragg. Okay, anscheinend der Oberarzt, Anstaltsleiter. Naja, kann man ihm jetzt nicht so verübeln, dass er wenigstens sich einfach eingesperrt hat und drauf gewartet hat. Als sich zum Wendigo machen zu lassen. Ne, da kommen wir her, oder? Jo. Aufgeregt. Na, da irgendwann müssen wir ja mal zu den eingesperrten Wendigos kommen. Lieber Mike. Nein, das stimmt. Nein, nicht den Hund, nicht den Hund, nicht den Hund, nicht den Hund. Das kommt jetzt von hinten, oder? Oh nein. Geh da nicht ran! Den Schädel weg! Komm, komm, komm! Oh ja, Wolfi ist noch da. Puh. Oh Gott, ich muss ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Oh Gott, war das anstrengend. Nein, 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 nein. Hör mal auf zu reden die ganze Zeit. Ach du Scheiße. Nicht, 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 nicht. Verdammt. Okay. Um Gottes Willen. Komm schon, du Arschgesicht. Nur stehen.
Ja, auch gut, dass er es natürlich nicht gehört hat, dass man die Teile nicht umbringen kann. Aber wie viele waren es denn? Waren es jetzt denn 12 oder 15 so eine Viecher oder was? Plus die, die vielleicht danach noch dazugekommen sind. Oh Gottes Willen. Hm, jetzt wirst du gerade. Es war vielleicht nicht so clever, den anzuschießen, aber. Boah, das war Totem. Das war der Totem. Einer nach dem anderen. An mir ist genug für alle dran. Nein, ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Lass! Schieß. Ja, das stand doch, 12 wurden gerettet, oder? Oh. Ey, du musst mal nachladen, Mann. Oh, Scheiße. Jetzt hat er bestimmt keine Munition mehr, Wetten. Er hat bestimmt keine Munition mehr. Wolfi, bitte nicht, bitte opfer dich nicht. Opfer dich nicht, Wolfi. Nein, bitte nicht der Hund, nicht der Hund, nicht der Hund. Schieß doch da drauf, schieß doch drauf, komm. Jetzt baller drauf. Komm, mach. Ach Gott. Dumm, also dumm. Dumm. Ich hab den Geist released. Ich hab den Wendigo-Geist released. Prima. Clever. Aber das, was sollte ich anderes machen? Ich hätte den einen geschossen, hätte der andere mich gekriegt. Ich musste auf das Fass schießen. Hey, Big Brother. Ich musste auf das Fass schießen. Es ging nicht anders. Ich meine, ich wurde noch nicht mal gekratzt oder so als Mike. Hm, das schon höre. Der lädt auch nie nach, oder? Du hast 2 Schuss. Lädst aber nie nach. Hm. Ja, das ist Mike egal. Dass hinter ihm die so ein Wendigo ist. Das ist ihm egal. Komm, Wolfi, komm bitte, komm. Wolfi, komm bitte. Ach, Wolfi. Dann sehen wir uns später, ja? Ach, Wolfi.
jetzt schieß auf die Fässer. Ja, richtiges Fass. Richtiges Fass. Boom. Das ist mir doch egal. Dann sind die jetzt halt released. Das oh Gott. Oh Gott, der eine lebt noch. Oh Gott. Oh Gott. Ah, Jessica. Ja, Wolfie hat jetzt ein Problem. Jessica is alive. Das müssen wir mal ändern. Jessica lebt. Josh wissen wir nicht. Also Josh lebt auch. Aber Josh ist halt ein Schwein. Was passiert denn, wenn wir hier lang gehen? Einfach nichts, eine Tür, okay. Na, ich will einfach keine Totems verpassen. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Okay, Chris und Matt haben wir verloren. Matt sehe ich nach wie vor nicht ein, dass das meine Schuld war. Chris, ja. Das war doof. Aber es war auch total schlimm mit diesem... war mega stressig. Ich hätte da einfach nichts machen dürfen. Hätte einfach auf nichts reagieren dürfen. Einfach Zeit ablaufen lassen. A Totem, sehr gut. Oh nein. Oh nein. Josh wird ein Dingsbobs Wendigo. Gut, dass überall Fässer voller Benzin rumstehen. Wow. Emilie, ey. Ich will's mir. Oh, da ist er schon, der Weg. Ich will aber trotzdem mal kurz. Gut, da gibt's anscheinend nichts. Mal kurz nochmal hier reingucken. Ach, da ist nichts, okay. Na dann. Halt! Hey! Was ist hiermit? Ja, Kanalisation, immer eine gute Idee. Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Okay. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Nach euch. Schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Ich befürchte mal, dass mit den Augen, dass sie so weiß werden, haben wir vor allen Dingen gelesen, weil wir nachher Josh nochmal wieder treffen und der dann ganz milchige Augen kriegt. Ich guck mal ganz kurz, ob wir neue Sachen erfahren haben.
Ja, das haben wir alles gelesen. Hier habe ich ein paar Sachen anscheinend nicht. Von dem Unbekannten wusste ich fast alles. Mist. Summer. Das hat nicht geklappt. Das ist irgendwas mit Jazz, oder? Das haben wir. Haben wir Glück? Krass, der hätte die wirklich erschossen, okay. Cray Cray. Hey, hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu, aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Das eine gute Idee ist. Das eine gute Idee ist. Wieso geht er jetzt eigentlich auch noch zum Sanatorium? Der kommt doch gerade zurück. Der Mike kommt gerade zurück und ihr geht jetzt hin, oder was? Und ihr rennt voll in die ganzen releaseden Geister Wendigos rein. Ich im Dunkeln nur mit einer Taschenlampe so einen Gang lang laufen würde. Bin doch nicht bekloppt. Hallo? Jess. Wer ist da? Jess? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Oh Gott, helf mir mal. Stimme untersuchen oder zur Gruppe? Ja, die Stimme untersuchen, ja? Stimme untersuchen? Schon. Schon. Ich würde ja die Stimme untersuchen, auch wenn es super dumm ist. Wir gehen drauf. Wir gehen sowas von drauf. Jessica. Na klar, auch noch sowas, wo man runterspringen muss. Super gute Idee. Jessica, bist du das? Das ist bestimmt ein Wendigo. Der kann die doch imitieren. Wenn ich einmal eine Sekunde länger nachdenken würde. Das sind Wendigo-Wetten. Was ist? Und die da hing in dem Totem, war Ashley. Ich hab's noch gesagt. Ich hab es noch gesagt. Was für ein fieser Wendigo, ey. RIP Ashley, RIP. Rest in peace. Oh.
Der wird zum Wendigo, aber sowas von. Ey, wenn Josh kommt, wir fliehen sofort. Geil, schon drei Leute tot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wow, leben noch. Shit, Sackgasse. Nein, 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 ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Wie die sich auch einfach nicht wundern, wo Ashley ist. Nee, nee, die ist gerade nicht da. Ich klettere weiter. Also die haben auf jeden Fall Mitschuld, dass Ashley tot ist, weil normalerweise... Sollten wir nicht zusammenbleiben? Ja, eben. Sam! Speaking of Ashley... Sorry, ich muss schnell zu Mike. Mit dir oder ohne dich. Komm einfach zurück, okay? Das schafft sie. Das schafft sie. Noch nicht wieder runter. Oh Mann, ey. Ach, es ärgert mich total. Ashley, es ärgert mich. Es ärgert mich ganz schön, dass die voll drauf gegangen ist. Nein. Warum müsst ihr alle alleine gehen? Könnt ihr nicht alle einfach gemeinsam gehen? Ach nein, da hätte ich doch... Jetzt hätte ich erstmal was verpasst hier. Prima. Wie immer. Hier ist ja sowas von Wendigo-Gebiet. Viecher nerven mich so hart. Oh, jetzt kommt bestimmt gleich... Wetten, das nächste Mal, wenn ich Jazz' Stimme höre, ist es die echte Jazz, dann reagiere ich nicht und die und echte Jazz wird zerstört. Ja, geil. Jetzt bin ich ein Wendigo oder was? Genau, okay. Ja, gehst nicht hin und deswegen stirbt jemand anders. Ja, genau. Ja, lebendig ist gut. Also gehen wir hin. Ich wollte dich warnen vor den Wendigos. Und dann ist es falsch. Nicht mehr nötig. Suchen wir einen Weg ins Verschwinden. Also Jazz geht auch noch drauf, hundertprozentig. Du hast den Falschen reingelassen? Wie? Wie? Ah, mit dem Wolf habe ich es richtig gemacht. Wie, du hast den Falschen reingelassen? Was steht da? Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Ach, oder Jess ist ein Wendigo. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Nicht fliegen. Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott, oh Gott! Ist Jess ein Wendigo? Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hey, hier wieder raus. Für den Wolf habe ich Gold bekommen.
Hey! Wow. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Für den Wolf habe ich Gold bekommen. Oh, oh. Ende. Letzte Runde. Josh ist ein Wendigo. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks. So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen. Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lang allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Okay, Josh is alive. Okay. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Ganz allein. Mhm. Jetzt bist du bei uns. Oh. Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass er sterbe. Ich schwöre. Um Gottes Willen. Gottes Willen. Selbst wenn Josh noch lebt, ist er... Ding war mal ein Mensch.
Mitarbeiter aus dem Sanatorium. Da oben ist so viel Scheiße abgelaufen. Das wäre echt keine Überraschung. Was denn für Scheiße? Jemand hat die Wendigos eingefangen. Hat sie hübsch mit Fesseln verschnürt. Habe ich krankes Zeug entdeckt. Wow. Durch die Explosion muss ich sie befreit haben. Sauber gemacht. Ja, Sam, also, ja, ich wäre sonst draufgegangen und mein Hund mit mir. Also, tun wir mal nicht so. Halt, wir gehen zurück. Ach, die Lodge wird bestimmt noch abgefackelt, ha? Huh? Nein, ach man, ich wollte doch erst nochmal rundherum gehen. Schrift aus. Schwester ist tot, sie hat den Sturz nicht überlebt. Ich habe gesehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin ganz alleine gefangen in mit Beths Leiche. Bald wird jemand kommen. Tag 5. Ich war noch nie so hungrig. Es fühlt sich an, als würde mein Magen sich verdrehen. Ich habe mir Beths Pulli genommen. Jetzt ist es viel wärmer. Sie passt immer noch auf mich auf. Tag 30. Ich tut mir leid, Beth. Ich habe keine Wahl. Ich sterbe. Ich habe keine Wahl. Ich weiß nicht, wie jemand findet. Es tut mir leid. Ah, sie ist... Genau. Wie ich gesagt habe. Sie ist selber zum Wendigo geworden. Ich wusste, es ging nicht anders. Was heißt das? Hannah ist ein Wendigo. Scheiße. Meine Hände fühlen sich schmutzig an, meine Nägel sind ausgefallen, herausgedrückt. Ich habe Schmerzen, aber mir ist nicht mehr kalt, kein Schmerz. Ich werde stärker. Hungry. Hungry. Und dann, was heißt das? Sie hat sie getötet? Ihre eigene Schwester? Ich weiß nicht. Wie zur Hölle sollen sie hier unten überleben? Ich weiß nicht, Michael. Ihr muss es eine Antwort geben. Mike, jetzt... Beruhige dich. Hannah is a Wendigo. Wendigo, Wendigo. Hannah is a Wendigo. Wendy, Wendigo. Back into the water. Läuft ganz komisch, Mike. Da bestimmt noch irgendwo ein Loch hier. Einer von denen verschwindet doch noch. Na klar, machen wir mal. Wow, wow! Wow! Scheiße! Sie. Hm. Da ist er, da ist er, da ist er. Handigo, wie ich sie gerne nenne. Das ist Chris. Chris. Oh mein Gott. Ashley. Mir wird schlecht. Ich hab's gesehen. Hannah der Wendigo.
Josh! Ich nehme keine Befehle mehr an! Hey. Josh ist ein Wendigo, den. Nee, auf jeden Fall, den retten wir nicht. Den retten wir nicht. Der hat ganz milchige Augen, 100 Pro. Siehst du? Mach, dass er wegkommt. Er ist high oder so. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Josh, Hannah, nein. Vertraut ihm nicht. Wochen, einen Monat. Sieht grob besser aus. Sam. Mike. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Direkter Weg, ja. Ganz easy. Du schaffst auf keinen Fall da hoch. Okay, hilf du mir rauf, dann geh ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Was für ein sinnloser Plan. Gehen wir durch, geknallter Mistkerl. Josh ist ein Wendigo. Oh Gott. Wetten, ich krieg gleich so Transformationsgefühle hier. So. Hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Also mit Sam werde ich auf jeden Fall noch einem Wendigo begegnen. Cool. Freue ich mich ja richtig doll drauf. Toll. Oh Gott, gleich verwandelt er sich, wetten. Und dann ist Mike hinüber. Nein. Ich wollte nicht, dass ich sterbe. Klar, gehen wir jetzt wieder zurück, da wo Hannah der Wendigo wartet. Okay. Oh Gott. Sind beide tot. Klar, da, genau da war er, aber. Klar, das machen wir. Nee, super Idee. Super Idee. Das hast du nicht gesehen, oder was, Mike? Nein, du bist nicht real! Bist du nicht! Tschüss, Josh. Scheiße. Tschüss, Josh. Oh Mist, 1, 2, 3, 4. 4-4 steht's plötzlich.
Jess? Du alter Wendigo. Was steht da? Loading Bay. Das mal gut geht. Was machen wir? Verstecken, fliehen, fliehen. Wir fliehen, wir fliehen, wir fliehen, fliehen. Haben wir schon mal versteckt. Hat nicht geklappt. Oh, ich bin so dumm. Das war nicht, es war nicht, es war Dress und ich. Den letzten Metern oder was? Auf den letzten Metern wird ja alles verkackt. Gut. Nein! Nein! Gehen wir denn lang? Links oder rechts? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich muss mir nochmal das Totem angucken. Das war aber bestimmt Jazz, oder? Nee, das ist im Haus. Aber es hätte jetzt bestimmt auch mit Jazz geklappt. So langsam gehen uns die Charaktere aus, ja. Das ist falsch. Ach, da unten. Totem. Springen? Oh Gott. Richtig dumme Idee. Richtig dumme Idee. Klar. Schön ins Eiswasser. Tia friert. Tia friert. Tia friert sowas von. Mädchen. Mach hin, bitte. Du kannst nicht auch noch sterben. Hast du gerade gelesen, so langsam gehen uns die Charaktere aus. Wir müssen jetzt ein bisschen wieder gute Entscheidungen treffen.
Ey, ich treffe so lange, die ganze Zeit mache ich gute Entscheidungen. Und auf einmal mache ich mal einen Fehler und zack, sind drei Leute tot oder was? Jetzt kommt bestimmt gleich Josh an, als... Oh Gott. Jetzt kommt gleich wieder Verstecken oder Fliehen, dann mache ich Verstecken und dann wird mir der Kopf abgerissen. Sind die Bude an. Als ob so eine Tür den Wendigo aufhält. Schön mit ganz viel Glas. Josh ist Geschichte. Gott, was für ein furchtbarer Tod. Aber der Wendigo hält sich irgendwie anscheinend doch nicht an... Da stand doch, der lässt sich am Leben und dann isst er Stück für Stück deine Organe und zieht deine Haut ab. Das hat er bei den anderen nie gemacht. Den Kopf abgerissen und dann irgendwo hingeschmissen. Nicht sehr sophisticated. Keller. Es wäre mir nie ein Bedürfnis, in den Keller zu gehen. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Hm? Da will ich gar nicht denken. Naja. Sagen wir so, es steht. Los, wir müssen weg! Sam, jetzt musst du ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Verstecken und dann super still bleiben. Ruhig. Fuck. Keiner bewegt einen verfickten Muskel. Der Wendigo hängt am Glockenseil. Ach so, überall Gas. Sam. Oh, fuck.
Mike retten. Hey! Fuck, war das knapp. Boah, Hannah ist pissed, Alter. Wow, war das knapp. Das war noch viel knapper. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Jetzt muss ich laufen. So ein Feuerball, Junge. Ich sehe da etwas. Aber wo ist Mike? Wo ist Mike? Wo ist Mike? Habe Bestätigung für zwei Überlebende. Wow, Mike hat's zerfetzt, oder? Ich hätte mich nochmal verstecken müssen. Wow, krass. Krass. Alter. Alter. Fuck! Nein! Zwei Überlebende. Was war? Na, Ashley war dumm. Ashley war super dumm. Also Matt. Hätte ich aber gern gewusst, wie ich Skelette lösen sollen. Jessica war auch so dämlich. Aber da stand doch Mike retten und ich hab Mike. Ich dachte, ich hab Mike gerettet. Er hielt ihm hier direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ja, das denke ich auch. Bei Matt hätte ich Emily im Stich lassen müssen. Und dann hätte die durch Zufall überlebt, aber... Wenn Sie mit jemandem reden wollen... Danke, nein. Manchmal nach... einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Wegen Matt, haben Sie ihn gefunden? Nein. Getoastet. Oh Gott, er ist tot. Hm. Oder nicht? Wieso sagen Sie das? Oh, nein, 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 nein. Er war... Oh mein Gott, ich war so ein Biest und ich... Vielleicht hätte ich ihm helfen können. Boah. Vielleicht hätte ich ihn retten können. Hart. Hart, wie die jetzt am Ende gestorben sind. Ich hätte mich doppelt verstecken müssen. Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen. Fuck. Krass. Krass. Death. Hard.
Hart, 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 hart. Richtig dumme Idee. Jetzt gehen die da runter. Und da ist Wendigo Josh. Dort unten ist etwas. Haben Überlebenden gesichtet. Ein Überlebender. Wiederhole. Ist das? Oh, fuck. Zurück! Nein, nein, nein! Zurück! Ach, das habe ich auch noch verkackt. Okay. Wie wird zurückgelassen? Aber wie hätte denn Josh sterben sollen? Sam ist entkommen, Mike ist in Lodge gestorben. Oh Mann, ey. Voll schlimm. Alter Schwede. Von 9 Leuten haben 2 überlebt. Oh Gott, ey. Krass. Crazy, sag ich mal. Crazy. Ja, gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da fehlten ja noch viele Totems, dabei warst du so gründlich. Ja, voll. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Also, ich hatte auch das Gefühl, ich habe mir eigentlich echt Mühe gegeben, aber... Also, ich hätte irgendwie schon gedacht, dass... dass ein paar mehr übrig bleiben. Also, Josh, wie hätte ich denn Josh... Wann hätte ich Josh umbringen müssen? Ich google jetzt mal. Ich google jetzt mal. Until Dawn, save all. How to keep everyone alive. So. How to keep everyone alive. How to save Jessica. Ja, das habe ich, hätte ich fast hinbekommen. So. Jessica won't reappear until chapter 10. Walking through the mines in an attempt to escape the Wendigo. Either alone or with Matt, she will be given the option to run or hide. If Matt is there during the moment, you will need to catch Jessica when she falls by hitting the button to, on the screen. Also, while playing as Matt, the mine sequence, you get the option of abandoning Jessica. You must stick together for both to have a chance to live. Ja, und? Da stand jetzt aber nicht, was ich hätte machen sollen. If Mike makes it to Jessica lying on the elevator and she drops to the floor door, it may seem like she's gone, but she will appear. Okay, how to save Matt. Matt is known as the most difficult character to keep alive. And very few are successful on a blind playthrough. So many seemingly unimportant choices are key to his survival. In chapter 5, you need to disagree with Emily about going to the fire tower. She will force Matt to go regardless, but his disagreement influences decisions later on. Do not hit the elk with an axe. Walk slowly. Take the flare gun while playing as Matt instead of relinquishing it to Emily. Die flare gun, haben wir die gehabt überhaupt? Ich glaube, die hatten wir gar nicht. When Emily falls as the tower collapses, choose to save her twice and then be ready to shoot a target with the flare gun. Ja gut, wir hatten weder flare gun. Also das hätten wir eh nicht geschafft. Okay. Also Matt ist hinüber. As with Jessica's survival in chapter 10, it's important to hide when the Wendigo is near and stay perfectly still. Ah, also pff, hätten wir nicht geschafft. How to save Chris. He should choose
himself to shoot himself, and the gun will fire a blank and he'll survive. Ashley will appreciate the decision not to try to kill her. In Chapter 8. Ja, da macht sie die Tür auf. While playing as Ashley in Chapter 9, you should avoid leaving Chris behind by telling him we are not leaving you. Und dann don't investigate the voice that comes through the trapdoor. How to save Emily. Das haben wir geschafft. How to save Ashley. Don't open the trapdoor's hatch. Ja. Okay, und dann muss sie, dann muss Sam auch noch das Don't Move. Can you save Josh? Josh's fate is decided when you're controlling Mike in Chapter 10, while he and Sam are wading through the water. Instead of immediately heading toward the water, go left instead and climb onto a small ledge. You'll find Hannah's diary there, and reading it saves Josh from death. He's still got gotten by the Wendigo, but Mike finding diary decides whether Josh is turned or made into a Wendigo. Hä? Aber das haben wir doch vorher schon gemacht. Ach so, deswegen ist er nicht gestorben. Ja gut, er ist nicht gestorben. Also ist Josh nicht gestorben. Wir haben ihn gesaved, wir haben drei gesaved. Der ist zum Wendigo geworden, aber. Sam and Mike survive at least until Chapter 10 by default. Instead, pass every don't move segment, save Mike and keep hiding until everyone else has left the house. Eventually, Sam will run out and flick the switch as she leaves, blowing the house up along with the Wendigo. Bonus, how to save the wolf. There's one other character. It's possible to kill the wolf. Mike meets a wolf in the asylum that can be aggressive toward and chase or befriend. Befriend the wolf for a companion. In Chapter 9, as Mike is being chased, hit every QTE, as falling one will mean the wolf takes an attack for you and dies. When leaving the asylum, he should choose to barricade the door to keep the wolf safe from the Wendigo. Den habe ich auch gesaved. Also habe ich eigentlich auch noch Josh und den Wolf gesaved. Chris war dumm, Ashley war dumm, Jessica war dumm. Matt hätte ich nicht geschafft, glaube ich. Ich rede mir das überhaupt nicht schön. Also ein bisschen vielleicht. Ich habe eigentlich sehr viele gesaved. Josh gesaved, Wolf gesaved, Chris fast, Ashley fast. Josh technisch und Chris, Ashley und Jessica fast. Also eigentlich habe ich alle. Eigentlich habe ich alle. Finde ich. Mike war auch keine Sternstunde. Mann! Jetzt reicht's aber. Dafür, dass mir Mike so unsympathisch war am Anfang, habe ich ihn lange leben lassen. Und dafür, dass die Jessica auch nicht mochte, hat die auch bis Chapter 9 oder 10 überlebt. Also, na gut, haben wir das. Ich habe sogar noch einige andere Spiele. Wir können mal kurz Abstimmung machen, was ich als nächstes spiele. Moment, ich muss aber holen. Hauptsache, du kannst mit einem guten Gefühl aus dem Stream gehen. Mann, ich habe technisch eigentlich alle gesaved. So, passt auf. Folgendes. Wir können demnächst spielen. Madison. Das soll sehr gruselig sein. Da habe ich sehr viel Angst vor. Wenn schon eine Kamera dabei ist, habe ich schon mal Angst.
A Plague Tale. Innocence. Dann habe ich richtig geschossen auf eBay Kleinanzeigen. Die Dark Pictures Anthology. Die genauso sein soll wie. Es kommt von der gleichen Firma. Also es geht, glaube ich, los mit Man of Medan oder wie es heißt. Dann kommt, glaube ich, The Devil in Me. Dann kommt, ich weiß es nicht, House of Ashes und dann Little Hope. Auf jeden Fall sind es 4. Das ist von der gleichen Firma wie Until Dawn. Oder Martha is Dead. Dark Pictures ist super. Wollen wir gleich mit den 4 Teilen anfangen oder erst nochmal was dazwischen? Also nicht jetzt, aber ich meine, oder erst nochmal sowas wie Madison oder Plague Tale. Ich mache jetzt mal eine Abstimmung. Neue Abstimmung. Was spielen wir als nächstes? So. Madison. Dark Pictures. Also ich habe die alle noch nicht gespielt, außer Martha is Dead habe ich mal angefangen. Wirklich so 10 Minuten. Und oder Plague Tale. Plague Tale. Abstimmungszeit 2 Minuten. Zack, geht los. Dark Pictures ist gut, ja? Macht es Spaß? Also, ich weiß nicht, ob mir das jetzt gerade Spaß gemacht hat. Aber irgendwie schon. Ich hätte ja getippt, lass mal Madison spielen, danach Dark Pictures. Weil wenn ich dieses Vieh schon sehe da hinten, weiß ich, dass ich sehr viel Angst haben werde. Und das finden ja alle immer so unterhaltsam. Ich nicht, aber alle anderen finden es immer sehr lustig. Also ich fand das jetzt ganz schön anstrengend. Weil ist es bei Dark Pictures auch so, dass da ständig Leute... warte mal, pass auf, kann die Abstimmung nicht sehen? Kommt sofort, der Link in den Chat. Link kommt in den Chat. Hast 4 unabhängige Geschichten, hab da auch nur den ersten Teil gesehen, hab seitdem alle Teile auf der Wunschliste bei Steam. Okay, ich muss mir auch mal angucken. Ich weiß nur, dass es halt von der gleichen Firma ist, von Supermassive, und fand das halt eigentlich ganz geil und habe die ultra günstig bei eBay Kleinanzeigen gekriegt. Deswegen habe ich sie auch alle 4. Und Madison soll anstrengend sein, las ich. Und die Leute können wieder sterben, alle. Prima, toll. Okay, Abstimmung ist durch. Wir spielen Dark Pictures. Mit 57%. Okay. Dann spielen wir Dark Pictures. Was spielen wir jetzt? Das hier. Was steht drauf? Dir steht eine schwierige Reise bevor. Entdecke The Dark Pictures, die erste Horror-Anthologie unter den Videospielen. In Man of Medan brechen 5 Freunde zu einem Tauchtrip auf. Ein Sturm zieht auf und der Ausflug nimmt im Verlauf des Tages zusehends unheimlichere Ausmaße an. Wer lebt, wer stirbt, es liegt allein an dir. Spiele nicht alleine. Erlebe das Grauen an Bord eines Geisterschiffs. Spiele deine furchterregende Geschichte.